Ja, moin, ja, da bin ich wieder. Windows 11 hat er einfach mal gesagt, ja, Memory Management ist sozusagen kaputt. Ja, man darf nach einem Crash nicht gleich Last Tap heute starten. Gut, verstehe ich. Dankeschön, aber ja, dumm. Und genauso die Entwickler, eigentlich blöd. Sie tun einfach die Quest, also das Echo fehlschlagen, obwohl man nur rausfliegt. Verstehe ich jetzt nicht? Boah, wie viel. Aber irgendwie, ja, ich glaube, Windows 11 ist ein bisschen überfordert mit, ja, Last Epoch. Ja, Memory. Kann ich ein bisschen verstehen. Ist ja auch ein Programm, das ein bisschen sehr unfertig ist. Also ein Betriebssystem, das ultra unfertig ist. Aber pst, habe ich nur gesagt. Könnte stimmen oder könnte nicht stimmen. Ich glaube, er wüsste wieso. Ich da eher zu. Ja, es könnte stimmen. Denk. Es ist sehr interessant zu spielen. Es ist fast ein bisschen zu viel anders. Die KI ist natürlich immer noch dumm. Aber es macht irgendwie Spaß. Sind so schnell. Ganz schnell. Oh, Eisbiegel. Ja, ihr seid langsam. Ihr müsst noch ein bisschen verschnellert werden. Weil meistens braucht man das Einfrieren dann nicht mehr, wenn man den Gegner gekillt hat oder fast gekillt hat. Beinahe. Hey, und ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen sehr, sehr motiviert. Echt, wenn da Windows da wieder. Falsch ist nur, weil ein großes Windows-Update rausgekommen ist. Und das Spiel und andere Spiele auch wieder probieren, öfters zu crashen. Es ist nicht gerade so toll. Aber wisst ja, ich schaue ja, dass ich vorwärts komme, dass ich auch mal ein bisschen Geld verdiene, ein bisschen mehr. Dass ihr da bessere Qualität bekommt, mehr Spaß hier zuzuschauen. Also das schaue ich natürlich schon gut. Aber wenn wir so Crashs haben, ich weiß es ja nicht. Wie lange ich jetzt das auch immer durchmache, oder? Also, es macht mir einfach zu viel Spaß. Ich schaue weg von diesen Crashs, aber macht es Sinn, ein Spiel zu spielen, das immer wieder crasht? Also, so unregelmäßig, oder? So, wenn es gerade Bock hat, oder? Finde ich ein bisschen komisch und doof, oder? Ich würde am liebsten da Bill Gates und seinen Kohorten mal sagen, what the fuck macht ihr hier eigentlich? Habt ihr noch nicht gehört, dass ihr da irgendwie Scheiße fabriziert? Nein, es ist nie aufgetreten in Windows 10. Es ist nur Windows 11, das so ständig Scheiße macht. Okay, sie haben auch Bluescreens gemacht, aber es ist nicht so, dass die Spiele abstürzten und dann kommt der Bluescreen. Es war einfach random Bluescreen, oder? Man merkt, dass Windows 11 hat, Windows 10 hat auch nicht fertig war. Dann müssen sie natürlich anständig da ein paar Jahre zu früh dann Windows 11 veröffentlichen, wo noch mehr abstürzt. Finde ich irgendwie, ja, echt Depri. Oh, sehr gut. Ja, jetzt habe ich einfach irgendwie das Problem, die tun zu wenig pullen, dass ich ein bisschen mehr Schaden bekomme. Sie machen schon viel mehr Schaden. Und der Build, der ist halt einfach so. Ja, man sagt ja, man braucht die Legendaries mit Vierfach-Mod. Und dann ist es stabil, dann ist der Build recht, ja, interessant. 27.000? So viel Schaden habe ich, glaube ich, noch nie gemacht. Habe ich das richtig gesehen? Könnt ihr das irgendwie stoppen? Nachschauen, das war, glaube ich, 27.000. Ja, wegen der Größe sehe ich es natürlich besser als ihr, stimmt. Aber sehr interessant. Oh, schade. Weil manchmal ist er auch relativ tief. 17 Blockchance, okay, dann sind es bei 7, 34. Ja, kann ich nicht da. Wo kann man den Müll denn sonst tragen? Bei so einem kleinen Inventar bin ich wieder ein bisschen genervt. Naja, schmeißen wir das alles in ins Lager. Ich wollte eigentlich ein Unique und Legendary Lager nach Gegenstandart, aber kannst du vergessen, wenn du da so viel Loot bekommst, denn du
eigentlich mal gebrauchen könntest. Schade. Aber das Lager und so, das ist halt schon nicht gerade groß. Es ist gut, dass es kostenlos im Main ist. Aber, nein, ich hätte mehr Lagerfläche gehabt. Im Inventar auch. Es ist ein Loot. Es ist ein Loot-Spiel und das Inventar ist so klein. Ich finde es einfach nicht gerade so gut. Eben genauso wie die Abstürze, aber alles andere macht dafür mega Spaß. Ah, jetzt crasht es schon wieder. Jetzt haben wir das Unique wahrscheinlich nicht. Hä? Was läuft jetzt wieder schief? Also ich muss zuerst kurz in den Task Manager schauen, ob jetzt noch eine Application vom Spiel online ist. Und dann versuchen wir das nochmals zu bekommen, aber es ist nichts mehr aktiv. Hä? Wieso habe ich jetzt wieder Probleme seit dem Update? Was macht Microsoft? Tun die das wieder zurücksetzen auf den alten Patchstand? Wiederholen sie diese Abstürze extra? Wieso stürzt jetzt Last Epoch seit heute wieder ab? Ich habe heute noch nicht gespielt. Ich habe alles vorgestern und gestern gemacht. Vor dem Update. Und jetzt, seit dem Update, stürzt es wieder ab? Hä? Keine Ahnung. Aber bitte beim Einloggen nicht wieder abstürzen, Blue Screen oder so. Ja, sonst gehe ich zum nächsten Spiel. Ich habe schon noch ein paar Spiele. Wenn Windows auch will, dass ich da nicht irgendwie Last Epoch unterstütze. Nein. Die anderen spielen auch nicht mehr. Es gibt auch nicht mehr so viele Let's Play oder Livestreamer. Es ist echt schade, dass dieses Spiel so schlecht läuft und die anderen eigentlich ziemlich gut. Außer Sekiro 2, wo er auch abstürzt. Okay, es läuft noch. Gut. Das ist mir jetzt gerade wieder ein bisschen zuwider. Ich mache nicht Sachen, die einfach wegen einem Absturz dann gescheitert sind. Ich will einfach wieder rein und das nochmal wiederholen, bitte. Ich habe die Belohnung nicht bekommen, aber ich habe es abgeschlossen, weil ich es ja abgeschlossen habe vor dem Crash. Ja gut, da haben wir die Belohnung nicht bekommen. Sehr deprimierend. Also jetzt hoffen wir, dass das geht. Und dann mache ich dafür noch ein bisschen länger. Emperor of Corps. Ja. Also wir müssen die zwei vorigen Missionen machen. Genau. Und dann... Schade, echt schade, dass ich da nicht so gut mehr aufnehmen kann, wegen diesem einen blöden Update. Es bringt gar nichts. Ich hätte das Update eigentlich gar nicht installieren sollen. Man kann es aber nicht gut einfach abbrechen. Also wisst ihr, das wird einfach geupdatet und man kann eigentlich das nicht irgendwie gar nicht installieren. Das ging früher mal, das ging glaube ich bei Windows 8 mal, dass du sagen konntest, nö, du startest den PC nicht neu, aber... Was steht überall ganz in Gelb, mega Gelb. Das ist ein Update da, du musst es unbedingt installieren. Hä? Kennen die keinen Kundensupport? Also wissen die nicht, wie das herstellbar? Also, ja, wie sie das herstellen sollen, dass es dem Kunden gefällt. Man will ja kein Crash Simulator. Das will man nicht. Ein Betriebssystem, das crasht. Oh, das will man ja nicht. Oder wollt ihr das? Ist das, kann das gegessen werden? Schmeckt's? Scheinbar nicht. Schmeckt wie Rosenkohl. Naja. Dude. Also der Sprung, der gefällt mir sehr. Ein bisschen langsam beim Hochspringen und Enden, aber dafür ist das fast die schnellste. Also Teleport. Okay, also der Teleport. Bewegungskäse ist noch nur kurz, oder? Also Teleport ist ein bisschen länger als zum Beispiel Swift. Aber irgendwie ist das mein Lieblingsteleport. Ist nur nicht so viel Schaden, was man gerade. Wenn die explodieren, das ist auch viel schade. Ich habe einfach nicht genügend Resistenzen. Und auch nur im Kampf, ich glaube, das geht dann wieder zurück. Ja, momentan habe ich einfach mehr
Poison Resistance. Ja, und ich brauche unbedingt das zweite Schwert hier. Aber eigentlich sollte ich auch den Punkt wieder raus. Ich glaube, ich mache ihn noch kurz raus. Weil ich sowieso nicht zwei Waffen trage. Oder nur wenn zweite Waffen tragen, da konnten wir mehr schauen. Also kann der Punkt drinnen bleiben. Stimmt. Also. Oh, ich hoffe, ich mache das recht. Und ich hoffe auch, dass die Squirrels noch gut überleben. Auch ohne Ring, zweiten Ring. Da muss ich auch noch einen Ring nehmen, der auch mehr Schaden macht, als dieser Hellfleet-Ring. Ich hoffe, es geht gut. Aua. Bosse da hauen manchmal. Viel zu fest rein. Ich dachte, das wäre der Boss oder das Ende gewesen. Was mache ich da für einen Stuss? Also wir rennen ein bisschen durch. Meine Güte, ich muss mal schauen, was oben rechts steht. Sorry, das war mein Problem. Fehler. Oh. Ich muss noch mehr nach rechts. Auf jeden Fall. Aber Squirrels sind gut beim Rückendecken. Da kann man einfach durchlaufen. Ja, easy peasy, das schaffen wir. Also so Missionen, wo nicht genau gezeigt wird, wohin. Also ich habe das, glaube ich, auch nicht gesehen, da links oben, dieser. Da. Hey, der war kurz unsichtbar, kann das sein? Muss dann nochmals nachschauen. Auf jeden Fall stand da rechts halt einfach nicht, dass man enden muss. Das war mein Fehler. Hä, hey, wieso sind die so groß hier? Wenn man sie töten muss, das sind einfach nur Wächter. Okay, sag mir doch das. Das muss doch stehen. Das muss doch irgendwo stehen. Das heißt einfach nur Enter. Oh. Vorher stand irgendwie Wächter töten. Nein. Diese schwarze. Ah, das ist der erste Drache. Ja. Der kleine. Insured, okay. So. Okay, erst hier. Also beim Quest. Machen, Missionen machen, müssen sie auch noch mal ein bisschen überarbeiten. Es ist nie richtig angezeigt, es wird nicht richtig angezeigt, wann wir durchgehen können. Es ist immer so einfach, dass irgendwie ein Boss kommt und wenn man einen Boss besiegt, der andere ist wahrscheinlich viel zu schnell gestorben. Und dann meint, ja, man kann einfach durch, dann ist es einfach zu spät und dann muss man alles wieder machen. Hey. Ah ja, genau, das sind die zwei. Opa und Opis. Easy, dafür geht das sehr schnell. Das sind drei Drachen und die können einfach gar nichts. Solange ich nicht irgendwie nur drin stehe. Ja, der Bild ist ziemlich interessant, aber ich mache ihn jetzt ja natürlich auch kurz nur weiter vielleicht. Ja, ein bisschen länger, aber der Bleed Hammer, den Bild ist natürlich doch. Hauptbild munter. Der einfach ein bisschen dicker ist. Jetzt. Okay, muss ich irgendwie auf diesen grünen Balken schauen, der schon wieder weg ist. Ja, wenn man einfach einige Zeit nicht gespielt hat oder einfach nicht so Aufmerksamkeit gespielt. Okay, ich muss noch eine Quest machen. Oh, kommt das auch noch dazwischen? Weil wir ja rausgingen, haben wir ein bisschen verloren. Jetzt muss ich noch kurz ein Echo noch extra machen. Ja, es ist der Entwickler kann da viel mehr einfach zeigen oder es nicht so schwierig machen. Zum Beispiel in meinem Spiel. Da gibt es jetzt momentan, also ich werde wahrscheinlich keinen Hub einbauen. Aber da werde ich es zeigen, da werde ich ja vor allem auch Texte und so machen. Ich muss jetzt noch nicht raus oder fließt im Gegner hier schon vorher. Aber wieso machen die das nicht einfach so, oder? Wenn du ein
Portal einsetzen willst, dann stell dir einfach. Ja, die Quest ist noch nicht fertig, du verlierst die Ding, oder? Aber das machen sie, oder haben sie anscheinend noch nicht gemacht. Ja. Im Early Access heißt einfach, das Spiel ist noch nicht gerade so fair zu dir. Das ist eigentlich der Hauptgrund, wieso Early Access so lange existiert in den Games. Es ist einfach noch nicht fertig. Du kannst nicht davor aufgehen, Fehler nicht zu machen. Ja? Du kannst nicht dazu einfach. Ja, du versuchst es einfach, weil. Es ist noch nicht polarisiert, es ist noch nicht crashfixed. Ich habe das Problem, dort ein Problem. Aber insgesamt machen ja die Games auch dann irgendwie auch ein bisschen mehr Spaß, oder man erlebt auch noch ein bisschen mehr. Wenn alles perfekt ist, man erlebt ja gar nicht mehr so viel. Und vor allem mit dem Early Access wird halt ein Spiel noch mehr weiterentwickelt, wo andere Spiele ja sofort eigentlich aufgegeben werden und zum nächsten Spiel geeifert wird. Was bei Early Access Games einfach auch, ja, du siehst, wie das Spiel sich noch entwickeln und weiterentwickeln wird. Das ist auch positiv, das ist nicht nur negativ bei Early Access. Aber was ich nicht verstehe, dass sie trotzdem noch auf diesen Scheiß Unity Engine Zeugs Kram herumreiten, sie noch mehr unter Druck setzen, diese Engine. Keine Ahnung. Also eine Intelligenz bei diesem Entwickler, nee. Da kannst du nicht viel erwarten. Also wir versuchen es gerade kurz. Erst 16 Minuten plus ein paar Minuten vorher noch. Den Crash. Also bitte ein bisschen versuchen, aber ich tanze eher ein bisschen. Ja. Wie weit muss ich reden? Ja. So 20 Kilometer. Boah, wie viel Schaden machen wir eigentlich? Der schießt ja genau in die andere Richtung. Easy peasy. Wie leicht kann der Emperor of Corps werden? Ja, man macht ihn einfach in Sekunden down. Sekunden! Den Boss ist wirklich manchmal der Bild ein bisschen zu stark. Hab schon wieder den. Okay. Lass mich nicht außen herum tanzen. Lassen wir uns einfach außerhalb von diesem. Yeah, geschafft! Jetzt habe ich schon gedacht, so einen Eiskreisen tötet mich noch. Poison Resistenz, ne? Unbedingt. Bleed brauchen wir nicht und Critical Strike Overdance ist ein bisschen zu. Ja, schon gut, aber ist ein bisschen zu wenig. Ich mache den Emperor of Corps einfach mehrmals und wähle dann, wenn ich es brauche, nochmal aus. Ja. Oh. Ich hab mal ein Bild gehört von diesem Stab. Nicht crashen, bitte. Hä? Emperor of Corps. Mit diesem Bild einfach tausendmal einfach. Alles mit dem einen Turmtoten Bild. Nein, mit dem Wein, mit dem Eiswein. Nicht der ein Turmtoten, der war ja noch ein bisschen unreif mit meinem Item Equip. So, und wie bekommen wir jetzt? Müssen wir alle drei da unten machen? Wie kommen. Ah, da. Da kommt man runter. Okay, sehr interessant. Ja, und jetzt crashst du nicht mehr. Also hier ist einer, da ist einer und da ist einer. Also Spirits of Fire weiß ich, brauche ich. Und Age of Winter brauche ich auch. Also Spirits of Fire zuerst. Ist irgendwie ein Level 90. Level 90 und ich bin Level 77 jetzt. Nein, noch 76, okay. Sehr interessant. Aber wenn ich die drei dann ja, fertig habe, dann brauchen wir noch ein paar Parts. Habe ich eigentlich ja dieses Über-Corruption. Also ab Level, ab 50 Corruption. Gut. Da freue ich mich drauf, wird natürlich schon schwer. Aber jetzt momentan im. Ich habe nicht mehr Poison-Resistenz-Probleme.
Ich finde irgendwie relativ wenig Item mit Poison-Resistenz und einem anderen Resistenz, deshalb wähle ich die nicht so gern. Aber dafür irgendwie so 50 bis 60, aber dann ist der Bild einfach schlecht. Also wir machen eben dieses Corruption, ja, Übercorruption, wie es heißt. Und dann gehen wir zurück zu Empire, auf der Empire, Fall of the Empire, glaube ich. Und holen noch die zweite Waffe noch. Hoffentlich auch mit Legendary Potenzial. Und dann kommen wir auch wieder weiter. Also wir kommen relativ schnell jetzt weiter. Ich würde gerne auch noch livestreamen das Game, einfach ohne Crash Speed. Und einfach dann die weiteren Echos machen. Für gleichzeitiges Aufnehmen wird hoffentlich auch gut gehen ohne Crash. Und dann machen wir einfach dort die Bosse, also die Quests von den Echos. Ja. Und irgendwann können wir dann einen anderen Bild auch wieder besser machen. Weil der Bleed Hammerdien, der wird dort auch ein bisschen noch ein paar Items brauchen. Und dann können wir den gut weiterspielen. Der macht viel Schaden, aber ist einfach mal 10 oder 11 Level unter diesem Bild. Ja. Was ist das eigentlich für ein Ding gewesen? Ambush. Da hat er mega schlechte Gegner gehabt. Oh, schon wieder vor. Also, zuerst mal das Wichtigste. Wir haben hier Category 7. Dann muss ich einfach alle Schrott mal noch reintun. Und dann die weiteren kaufen und dort nicht reintun am besten. Aber die kann ich ja vorne auch hin tun. Jo. Was können wir sonst noch machen? Ich glaube, der ist schlecht. Der ist schlecht. Yes. Ich bezähle die Unix, die schlechte sind, brauchen wir ja nicht. Ohne Potenzial. Genau, Ringe wollte ich. Also die Gegner sind jetzt fast leichter als im vorherigen. Monolithen. Oh, das auch noch. Wie viel habe ich eigentlich? Ein Geld. Kann man nicht den Excel-Pack kaufen. Müssen wir noch ein bisschen sparen. Aber er ist ausgegeben. Vor dem Part. Also sehr interessant. Hätte ich jetzt nie gedacht, dass das so leicht wird mit diesem Helm. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn sie wirklich getötet werden, dass sie noch ein bisschen squishy sind, die Gegner. Die Minions. Dann habe ich ein bisschen größeres Problem, aber der Schaden, der ist insane. Ich tue mich einfach nicht mit dem Squeer so gut an, Freunden, wenn die so mega Lärm machen. Also, ich hoffe, im Video ist es nicht so laut wie bei mir. Ja, sicher. Ein bisschen komisch, oder? Hallo. Die Gegner mag ich irgendwie auch von der Ästhetik. Sind jetzt auch nicht mehr so schwer. Sind schon schwer, aber nicht mehr so One-Shot oder so. Ich war ja damals auch noch nicht so weit. Ich will ja die Spiele jetzt nicht so extremst, wenn sie mir nicht gefallen. Also Last Epoch ist jetzt schon ziemlich, was ich in den letzten 10 Tagen gespielt habe, gemacht habe, ist viel erfolgreicher als vorher, oder? Aber irgendwie. Ne, ist zu wenig Minion Damage. Denke ich auch, ich bin noch ein bisschen zu schlecht, bin zu unerfahren noch. Schaden machen wir genug, deshalb die Defensive von den Minions erhöhen.
Shred Armor ist auch gut. Haben wir noch Zeit für ein paar? Ja, ich will ja eigentlich einen längeren Part machen, aber der ist wahrscheinlich zusammen. Also ich sollte leider jetzt dann auch diesen Endfilm beenden. Und ich schaue eben, dass es natürlich wieder besser wird. Jetzt momentan bin ich halt jetzt einfach in Erholung. Also ich kann noch nicht so gut wie vorher sein vor meinen ja, schlimmen Nervenproblemtag. Nee, es liegt auch an den Anmenschen. Der Verkehr war halt extremst laut und schlimm. Also wenn man das Fenster offen hat und wenn man noch draußen ist, es hat mir nicht gut getan. Es lag auch an den Krankenwagen und an der Feuerwehr, die Sirene. Kein Schwein braucht so laute Sirenen wie in der Schweiz. Also wenn die einfach einsetzen hier in der Region. Ich weiß nicht wie. Also, es braucht niemand so ohrenbetäubte Sirenen. Aber es ist genau diese Straße, wo halt dieses, wie sagt man, Magazin, also das, wo die Autos platziert sind, ist. Und ich habe gesagt, ja, okay, dann ich verlasse die Wege, ich in meine eigene Wohnung. Die haben alle gesagt, ja, mach das. Ich habe genug Geld, also das Geld hat eben doch nicht so ausgegeben in letzter Zeit. Viel gespart und ich kann es machen. Mache ich ja. Ja, meine Gesundheit, also zuliebe geht es halt gar nicht. Dieser Weg ist auch teuer gewesen, ja. Ich profitiere ja nicht davon, weil es ja mir nicht besser geht, nur weil ich in einer Wege bin. Die anderen machen ja nicht mehr, sie machen weniger. Und deshalb mache ich mehr und ich weiß nicht. Ja, sowieso Livestreamer, ich brauche keine Wege. Sie haben ja ein paar gemacht, aber die haben auch nicht gesagt, sie gehen relativ schnell wieder raus, sind ja auch schnell rausgegangen. YouTuber-Wege. Und deshalb, ja. Es macht mehr Probleme, in einer Wege zu wohnen, als weniger. Es macht viel mehr Probleme. Die Leute denken, die anderen machen es schon. Es geht einfach nicht. Vor allem, wenn man halt auch noch gesundheitlich angeschlagen ist, wie bei mir. Also, ja, ich kann nicht einfach für die anderen viel mehr machen und für mich nicht. Aber den anderen, ja, die sagen dann sofort, ja, ich mach gar nichts und die anderen machen noch nichts. Irgendwie ist es komisch, wie der Mensch eigentlich denkt, wie er sich bei den anderen verhalten muss. Echt komisch. Ja, sieht man ja auch bei den großen YouTubern und Twitchern und so. Je mehr Leute zusammen sind, desto großartiger fühlen sich auch die Zuschauer. Sie spenden plötzlich, sie schreiben Kommentare wie der Wahnsinn. Sie sind süchtig. Aber so kleine sind natürlich... Das ist einfach der Mensch, oder? Der Mensch will sich den Großen anschließen, nicht den Kleinen. Nur weil sie halt einfach Pussys sind. Irgendwie weiß es nicht. Da bin ich ja nicht, also ich schließe mich nicht den Größten an, ich schließe mich eher den Kleinsten an und mache die groß, größer. Ja, ich hoffe, euch gefällt es so. Bin halt anders als die anderen. Vor allem auch nicht gerne Fame. Also schon gerne Fame, aber auf andere Art und Weise nicht so. Hey, der Drache ist der Beste, ich bin ein Zombie von ihm. Ingi, das ist nicht meine Art. Und ich freue mich, dass ich weiterhin Videos machen kann von Last Epoch, von anderen Games natürlich auch. Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr wollt. Und ja, ich lasse jetzt mal die Squirrels kurz alleine. Und morgen mache ich dann wieder ein Video. Ich mache jetzt momentan nicht so viel auf einmal. Also ich habe manchmal 3 Videos auf einmal gemacht und gemerkt, ja, die sind einfach nicht so schnell hochgeladen und ich will dann wieder machen. Also mache ich jetzt momentan so, dass ihr nichts merkt, dass weniger kommt. Dafür einfach aktueller, oder? Direkt hochladen, Drago. Ich habe morgen ja nicht so viel Zeit. Also, dann tschüss, gute Nacht und oder guten Tag, wenn ihr noch nicht Nacht habt. Und für mich jetzt gute Nacht um 20 oder, ja, was habe ich? 33, okay, nicht 20.
0:20. Also 0:33 schon. Gut, dann tschüss und ja, jetzt wieder täglich. Wahrscheinlich sogar 2 Folgen täglich, je nachdem welcher Tag. Ja, viel Spaß noch. Tschüss.